Wir sprechen darüber mit AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, der heute als erstes auf die Regierungserklärung von Angela Merkel antworten wird. Guten Morgen nach Potsdam. Guten Morgen. Uns interessieren Ihre Positionen zu den Beschlüssen, Herr Gauland. Lassen Sie uns mal die einzelnen Punkte durchgehen. Kurzarbeitergeld steigt von 60% auf 70%, ab dem 7. Monat auf 80%, für Paare mit Kindern ein bisschen mehr. Wie ist da die AfD-Position? Das muss man sich anschauen. Das habe ich auch jetzt erst durch Sie gehört. Aber im Prinzip sind wir dafür. Aha, die Gastronomie, die ist ja komplett eingebrochen. Da wird die Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli auf 7% gesenkt. Ist das der richtige Schritt für Sie? Das halte ich für nicht den richtigen Schritt. Das ist bestimmt eine Hilfe, aber wichtig wäre, die Gastronomie wieder aufzumachen. Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass in Lokalen, wo man die Tische auseinanderstellen kann und tatsächlich die Menschen in ihrem Abstandsverhalten klar kontrollieren kann, dass diese Gastronomen nicht aufmachen dürfen. Und wenn sie keinen Umsatz haben, nützt ihnen eine Senkung der Steuer überhaupt nichts. Von daher glaube ich, dass das völlig verfehlt ist. Ab Montag gilt ja in fast ganz Deutschland die Maskenpflicht im öffentlichen Leben. Das wird auch kontrovers diskutiert. Der Weltärztepräsident sagt zum Beispiel, das sei kontraproduktiv. Findet denn die Maskenpflicht Ihre Zustimmung? Wir haben in unserem Papier zur Corona-Krise die Maskenpflicht als etwas Positives, das man einführen kann, allerdings eher auf freiwilliger Basis artikuliert. Und ich bin dafür, dass wir in öffentlichen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht haben. Herr Gauland, Sie haben das gerade schon angedeutet mit Ihren Einlassungen zu den Gastronomen. Ihre Bundestagsfraktion hat am Dienstag gefordert, die meisten Corona-Verbote sofort aufzuheben. Warum trauen Sie den Empfehlungen der Wissenschaftler nicht? Ich glaube, es ist nicht Sache der Wissenschaftler, politische Entscheidungen zu treffen. Und mir wird zu sehr aus der Hand genommen von Wissenschaftlern etwas, was die Politik leisten muss. Und ich glaube nicht, dass der Shutdown auf Dauer durchzuhalten ist, aus vielen Gründen nicht, psychologisch nicht, gesundheitlich nicht. Das heißt, wir müssen mit dem Coronavirus leben, und je schneller wir wieder hochfahren und sozusagen auf die Vernunft der Menschen in puncto Abstand und Maskenvertrauen, umso besser ist es. Denn auch die neuen Hilfen sind ja im Grunde genommen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn Sie ein ganzes Land herunterfahren, dann ist auch kein Steuergeld da, mit dem Sie das Land sozusagen finanzieren können. Und von daher ist dieser Weg, den die Bundesregierung gegangen ist, meiner Ansicht nach und unserer Ansicht nach falsch. Wissen Sie denn genau, wie sich das Virus verbreitet? Wissen Sie eigentlich, warum manche dem Virus zum Opfer fallen und andere nicht? Das wissen wir so wenig, wie das die Kanzlerin oder Herr Spahn weiß. Aber die Wissenschaftler, die wissen das besser als die Politik. Aber es ist, ja, aber da ist es sehr umstritten. Da ist die große Frage, was richtig ist. Schauen Sie sich andere Länder an. Taiwan und Singapur haben zwar eine Maskenpflicht, aber sie haben das Land nicht heruntergefahren. Sie haben im Grunde genommen andere Wege gewählt. Das kann uns ja die Wissenschaft nicht abnehmen, dass politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und von daher sind wir der Meinung, dass diesen Weg, das ganze Land auf Null zu fahren, falsch ist. Naja, wenn man sich nicht auf die Wissenschaftler verlassen kann in dieser Situation, auf wen dann? Weil die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit dem Virus, die Politik ja nicht. Natürlich muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen. Aber das ist eine andere Frage. Heute ist EU-Gipfel, Herr Gauland. Die Kanzlerin hat den europäischen Partnern Solidarität zugesagt, lehnt Corona-Bonds gleichzeitig ab. In Ihrem Sinne? Ja, natürlich. Corona-Bonds sind der Versuch, im Namen Europas etwas zu fordern, was eigentlich nationalstaatliche Forderungen sind, das haben wir immer abgelehnt. Es ist sozusagen nur heute ein neuer Weg, in dem man das Corona-Bonds nennt. Aber die Euro-Bonds ist eine Schuldenvergemeinschaftung, denn die Euro-Bonds würden ja auch sozusagen zur Bezahlung von Altschulden nationaler Länder dienen. Und von daher sind wir ganz dagegen. Also braucht Südeuropa nicht unsere Solidarität?
das ist wieder was völlig anderes. Das hat ja nichts mit den Eurobonds unbedingt zu tun. Es gibt den ESM, es gibt die Hilfe, die wir national leisten, indem wir Patienten aufgenommen haben. Es gibt bestimmte finanzielle Hilfen, für die ich großes Verständnis habe. Nur eine Vergemeinschaftung der Schulden ist völlig falsch, denn das würde das unterschiedliche Wirtschaften von Ländern im Grunde genommen abdecken durch den deutschen Steuerzahler. Und das halte ich für verfehlt. Auf die Regierungserklärung von Merkel wird AfD-Fraktionschef Alexander Gauland heute Morgen als erstes antworten, wird nachher im ZDF übertragen. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, danke.